im heutigen Video machen wir die Glücksrad-Challenge in Murder Mystery 2. Aber nicht alleine, sondern zusammen mit A-Ray. Was geht ab, Mario? In der Glücksrad-Challenge müssen wir vor jeder Runde einmal am Glücksrad drehen. Und dort sind solche Aufgaben dabei, wie zum Beispiel, zeig dein Gesicht. Warte mal, ich muss mein Gesicht zeigen. Oh, ich hoffe, das kommt nicht dran. Ja, A-Ray, das entscheidest aber nicht du, sondern das Glücksrad. Und ich würde sagen, wir reden nicht so lange und los geht's. Und bevor die erste Runde jetzt anfängt, würde ich sagen, drehe ich das allererste Mal im Glücksrad. Okay, let's go. Ich fange an mit drehen. Let's go. Was denkst du, wird die erste Aufgabe sein? Oh mein Gott. Ich weiß es nicht. Okay. Die erste Aufgabe ist 1 vs. 1 in Murder Mystery 2. Das heißt, du und ich, wir müssen einfach ein 1 vs. 1 in Murder Mystery 2 machen. Und das als erste Aufgabe. Nämlich muss ich hier 1 vs. 1 auswählen und dann kann ich hier hinten auch A-Ray auswählen. Okay, Leute, wir sind gerade in einem Server alleine. 1 vs. 1. Okay. A-Ray, ich würde sagen, der Erste, der einen sieht, muss einen wegschnetzeln. Und der gewinnt, ist auf jeden Fall der Profi im 1 vs. 1 machen. Damit hätten wir dann die erste Glücksradsaufgabe gewonnen. Und ich sehe dich auch schon. Was geht ab, Tunup? Oh Gott, mein Let's go! Ich war einfach viel zu gut für dich. Ey, Leute, schreibt einfach in die Kommentare, dass A-Ray ein Noob ist und ich dann Profi bin. Aber A-Ray, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen, du Noob? Ja, das war unfair. Ich habe dich gar nicht gesehen. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Aber egal, wir drehen jetzt ein zweites Mal am Glücksrad und gucken, was rauskommt. Let's go, ich drehe am Glücksrad. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Okay, okay. Und zwar ist die nächste Aufgabe. Oh mein Gott, verkleide dich, ja, verkleide dich als Mario. Warte mal, ich soll mich als dich verkleiden, oder was? Ja, du musst dich jetzt für das ganze Spiel lang eigentlich als Mario verkleiden. Okay, A-Ray, heute ist die Runde der Runden. Du bist sogar neben mir gespawnt, wie ich gerade sehe. Tatsächlich, das ist ein Zeichen. Ja, die ganzen Marios kommen halt auf die gleiche Stelle. Und warte mal, hier gibt's einen neuen A-Ray. Ja, let's go, das passt perfekt. Let's go. Okay, A-Ray, was geht ab? Wo wollen wir hingehen? Ja, also mit dir rede ich nicht, weil du hast König. Oh mein Gott, ich habe ein bisschen Angst, hier kommen jetzt ganz viele Leute hin. Aber du bist nicht Mörder, oder? Nee, ich bin's nicht tatsächlich. Oh, aber der Mörder ist irgendwo weiter weg, habe ich gehört. Okay, schreit jemand, du Zwiebelkopf. Ey, selber Zwiebelkopf, Mann. Okay, okay, okay. Ich habe irgendwen Schnitzel gehört. Ich glaube, das ist der Mörder. Ja, da ist der Mörder. Oh mein Gott, hier, ganz pink angezogen oder so. Warte, warte. Deutschland-Trikot, glaube ich. Ja, warte, ich verstecke mich hier, weil ich ein Profi bin. Okay, sie hat mich, nicht gesehen. Oh mein Gott, wie hat das funktioniert? Ey, Leute, schreibt mal in die Kommentare von 1 bis 10, wie krass dieser Move war. Und perfekt, ich habe mich wieder gesehen. Oh mein Gott, und kommt sie hierher? Nein, weil sie mich nicht gesehen hat. Oh mein Gott, sie hat mich jetzt gesehen. Aber es wird ein bisschen Verwirrung sein, weil du einen Mario-Skin an hast. Let's go. Let's go. Sie läuft hier hinterher. Nein, lauf doch nicht zu mir. Oh mein Gott, sie kommt jetzt. Oh, das ist gar nicht gut. Doch, das ist. Ey, Sheriff, bitte mach das mal. Oh mein Gott. Ey. Oh nein, warte mal, ich bin in den Mörder gelaufen. Wurdest du geschnitzelt? Oh mein Gott. Obwohl, das ist voll gut. Und jetzt denkt sie, Mario wurde geschnitzelt. Nein, ich wurde auch geschnitzelt. Mann, was soll das? Egal, der Sheriff hat's geholt. Ey, herzlichen Glückwunsch, Stern 3570, ey. Okay, und wir drehen am Glücksrad. Let's go. Okay, 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 okay. Und die nächste Aufgabe wird sein, eine Runde Murder Mystery 2 auf Handy spielen. Oh mein Gott. Wir müssen. Warte mal, wie willst du das denn machen? Ja, einer von uns muss jetzt auf Handy spielen. Ja, okay, soll ich ihn verlassen oder willst du das machen? Das ist, wir machen Schnick, Schnack, Schnuck, okay? 3, 2, 1. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Okay, ich hab Schere. Das heißt, du musst auf Handy spielen. Okay, let's go. Okay, ich bin jetzt auf dem Handy beigetreten und ey, Mario, das ist so schwer zu steuern irgendwie. Ey, du läufst gegen Wände und so. Wie krass. Okay. Ja. Let's go. Okay, wir beginnen die Runde. Ja. Oh, zum Glück bin ich kein Mörder. Okay, was sonst wärst du richtig Ohio, oder was? Ja, da hast du recht. Und bist du Mörder? Ich bin nicht Mörder. Ich bin unschuldig tatsächlich. Okay. Hä, aber warte, warum ist hier die Tür zu? Hä? Ich bin genau auf der anderen Seite. Hä, warte. Wer hat die Tür zugemacht? Ich wurde weggeschnetzelt. Nein, das heißt, der Mörder ist da hinten. Oh mein Gott, das wäre ja voll die langweilige Runde jetzt, dass du am Handy warst. Ey, die Runde ging viel zu schnell. Oh mein Müssen wir noch eine machen, sagst du? Willst du noch eine Runde am Handy machen? Eigentlich nicht, aber ich meine, die Runde war echt viel zu kurz. Okay, dann machen wir gleich noch eine Runde einfach am Handy. Aber warte, hier ist der Sheriff. Wer hat dich weggeschnetzelt? Habe ich vergessen. Ja, ja, Dean Pink. Die da ganz. Ich wurde abgeschossen, weil ich den Weg gelaufen bin. Oh mein Gott. Okay, Leute, wir sind jetzt unschuldig. Let's go. Was bist du, A-Ray? Auch unschuldig. Mhm, ich weiß nicht ganz genau, ob ich dir das jetzt so glauben soll, aber okay, okay. Ja, doch, natürlich. Du spielst noch auf Handy. Man merkt so, dass du noch auf Handy. Ja.
spielst. Du bist gerade einfach über mich drüber gelaufen. Habt ihr das gesehen? Ja. Ey, voll Ohio, aber ja, Profi. Okay, also ich hoffe, du bist halt wirklich kein Mörder. Oh mein Gott, da wurde irgendwer geschnitzelt. Ich hab's ganz genau gesehen. Irgendwo da hinten. Oh mein Gott, einer in einem blauen Kostüm. Okay, warte, wo ist der Schirm? Ja, der Junge. Hallo? Ah, oh mein Gott, er kommt da hinten. Er hat gerade ein Messer geworfen. Oh mein Gott, das war so knapp. Hä, wo bist du? Kommst du überhaupt klar? Yeah. Warum läufst du gegen die Wand? Ey, mein Gott. Ist es so schlimm, am Handy zu spielen? Ja, irgendwie, das laggt auch ein bisschen. Das ist gar nicht mal. Oh, warte mal, ich hab die Sheriff-Waffe. Nein, oder auch gib mir nicht. Sie. Oh mein Gott. Okay, wer hat die Sheriff-Waffe? Warte. Nein. Der Typ hier. Okay, dann soll er das Ganze mal machen. Let's go! Ja, let's go. Wir haben gewonnen. Okay. Ey, Ray, endlich kann ich mit diesem blöden Handy weg. Ja, du darfst jetzt wieder auf PC kommen. Komm, let's go. Okay, Leute, ich würde sagen, wir drehen jetzt in dieser Zeit, wo A-Ray nochmal auf den PC wechselt, ein weiteres Mal am Glücksrad. Let's go. Okay, was kommt als nächste Aufgabe? Oh mein Gott, warte. Als Nicht-Mörder, ich bin Mörder, töte mich in den Chat, spam und sich danach entschuldigen. Ey, das ist so gemein. Ey, aber was soll ich sagen? Das hat die Aufgabe. Bedeutet, wenn du jetzt irgendwie Nicht-Mörder bist, müsst du einfach zum Sheriff hinrennen und einfach schreiben, dass du Mörder bist. Und er wird dich dann... Also, ich bin Nicht-Mörder und du? Ich bin auch nicht Mörder geworden, aber wer ist der Sheriff? Gute Frage, ich weiß es gerade noch gar nicht. Okay, warte, machst du das oder soll ich das machen oder machen wir das beide? Ja, wohl beide. Ich glaube, das muss einer machen, ja du. Okay, ja, wir müssen erstmal rausfinden, wo der Sheriff ist. Warte, soll ich in den Chat schreiben? Nein, ich wurde weggeschnitzelt. Okay, du musst es machen. Oh Mann. Du musst es machen. Warte, du schreibst, ich bin Mörder, bitte killen. Oh mein Gott, er ist wirklich da. Aber, nein, das ist der richtige Mörder. Ich weiß nicht, mach das. Schieß. Bitte. Er schießt nicht. Ja, aber hinter dir war der Mörder. Oh mein Gott. Okay, Leute, ich habe die Waffe von irgendjemandem aufgehoben, der Sheriff ist. Und ich bin jetzt hier. Ich muss jetzt hier AFK rumstehen. Okay, da hinten ist nämlich der Mörder, Leute. Und ich mache so, als wäre ich einfach AFK und drehe mich sogar um. Und wenn er kommt, dann werde ich ihn einfach abschießen. Der Mörder ist irgendwo da hinten. Ja, okay, er kommt gerade raus. Oh, er kommt. Let's go! Okay. Ey, und er dachte, er könnte mich abschnetzeln, aber irgendwie hat das nicht so gut funktioniert. Let's go! Ja, das war richtig gut, die Runde. Okay, was kommt jetzt wieder als nächste Aufgabe raus, Leute? Let's go. Jetzt kommt eine Runde nur, okay, das ist eine Aufgabe für uns beide, glaube ich. Eine Runde nur in First Person spielen. Oh mein Gott, das wird schwer, oder? Ja, das könnte echt schwer werden. Vor allem erstmal oder Sheriff. Okay, das heißt, Leute, wenn ich weiß, was First Person ist, das ist nicht so, wie wir hier gerade spielen, sondern so. Das heißt, du musst die ganze Zeit so spielen. Oh mein Gott, ey, das wird so schwer bei Murder Mystery 2, glaube ich. Und wir machen das beide einfach mal. Also, ich bin unschuldig. Na toll, als Unschuldiger, Leute, wird es gar nicht mal so spannend werden, glaube ich. Außer, wenn wir weglaufen müssen oder so. Man fühlt sich irgendwie voll langsam, oder ist es nur bei mir so? Ja, da hast du recht. Und es fühlt sich auch, man fühlt sich so klein irgendwie. Schau mich mal an, Mario. Hey, was geht ab? Oh, hallo, ich habe meinen Kopf bewegen sogar. Als ob du deinen Kopf bewegen kannst. Ja, wie cool ist das denn? Keine Ahnung, aber ich kann dir sagen, dass die Runde jetzt schon vorbei ist. Irgendwie. Ja, das ging irgendwie ziemlich schnell. Also, wir haben uns ziemlich gut angestellt, oder was sagst du? Ja, die Runde ging echt mega schnell irgendwie vorbei. Aber ist ja auch egal. Wir werden einfach nochmal drehen, oder? Ja. Okay, Leute, let's go. Was passiert hier? Wir haben, was haben wir hier für? Hier haben wir auf jeden Fall etwas ausgewählt. Und zwar ist es alle im Chat beleidigen. Okay, wollen wir das einfach auch gerne beide machen? Warte mal, hier ist Chiara. Warte, die kann ich sofort beleidigen. Luso, perfekt, das passt schon. So, die habe ich schon mal beleidigt. Warte mal. Nein, ich wurde sofort weggeschnetzelt. Ich hatte nicht mal Zeit. Okay, du musst jetzt irgendwie alles carryen. Okay, let's go. Du darfst die Leute beleidigen. Let's go. Dass ich gebannt werde. Warum stinkt ihr so, schreibst du? Nein, aber ich wurde weggeschnitzelt. Du, Mario, ich hab's gesagt, geschrieben. Du stinkst nach AA. Was für Mario? Das ist aber nicht die Aufgabe, weil du musst die jetzt im Chat beleidigen, ne? Ich hab auf jeden Fall Mario getan. Hat er gerade gesagt, ey, danke, schreibt er auch noch. So, als wäre das irgendwie eine Belohnung oder sowas, hä? Und, okay, keine Ahnung. Dann, ja, mach mal weiter hier mit der nächsten hier. Die musst du halt auch. Irgendwas musst du da schreiben. Mario ist schon ein Stinker? Hä, du sollst nicht mich beleidigen, du sollst alle anderen beleidigen. Oder Leute, beleidigen. Schreiben die. Oh mein Gott, die beiden schreiben einfach sogar ja. Sag ihm das bitte. Ich kann es mitlesen und du bist sogar damit in der Aufnahme. Ey, das ist so unfair. So, Leute, würdet ihr das durchgehen lassen? Weil irgendwie hat Ayway jetzt gerade ein Kompliment gemacht und das war nicht der Sinn der Aufgabe. Also, ich bin dafür, dass du nur Bestrafung machen musst und du musst dein Gesicht zeigen, oder? Tschüss. Okay, die letzte Aufgabe ist Verstecken spielen in Murder Mystery 2. Okay, Leute, die nächste Runde. Wir müssen uns jetzt verstecken in Murder Mystery 2 und dann natürlich warten, bis der Mörder uns irgendwie abschnetzelt. Ja, das wird jetzt ein bisschen schwer. Wo bist du? Weil ich weiß jetzt nicht. Ich hab schon meinen Platz bei diesen Automaten. Oha, wie krass. Okay, ich muss mir jetzt noch einen Platz suchen.
Und dann werde ich mich auf jeden Fall auch so gut verstecken. Okay. Weil wir spielen hier natürlich ein bisschen Hide and Seek, ja. Und denkst du, du wirst gefunden werden oder hast du ein gutes Versteck? Ich glaube, ich werde nicht gefunden, um ehrlich zu sein. Okay. Ich warte ab, ob... oh mein Gott. Ich habe auf jeden Fall ein gutes Versteck, würde ich schon sagen, eigentlich. Hörst du gerade, dass da gerade Leute geschnetzelt werden? Hörst du das? Ja, also wir beide sind es nicht. Das ist eigentlich schon mal ein ganz gutes Zeichen. Ja, natürlich ist das ein gutes Zeichen. Ich würde gerne wissen, wie viele Leute noch leben, ob wir alleine mit dem Mörder sind oder nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß heute gar nicht, wer der Mörder ist. Ich kann es auch sehr schwer sehen, um ehrlich zu sein. So, soll ich mal versuchen, dich zu suchen, bevor der Mörder dich findet? Ja, okay, mach das. Okay, ich glaube, das ist eine gute Idee. Du bist oben. Ja. Okay. Danke auf jeden Fall, dass du mir einen Tipp gibst, wo du bist. Bist du irgendwo versteckt? Hast du ein gutes Versteck von 1 bis 10? Ja. Mhm. Ich hab dich gefunden und du bist einfach disconnected, nee, oder was? Hä? Da war ich gar nicht. Hä? Aber ich war Mörder. Ich habe noch meinen normalen Skin, wie ihr seht, aber den werde ich auf jeden Fall gleich wechseln. Und warte mal. Ey, was machst du denn da? Du bist einfach eine Mülltonne. Ich habe deine Videos nachgemacht. Hä? Nein, du hast einfach dein Gesicht gezeigt, oder was? Ayway hat sein Gesicht gezeigt. Was haltet ihr von Ayways Gesicht? Schreibt es in die Kommentare. Und ich würde sagen, aber Leute, wir werden uns jetzt auch in ein Objekt verwandeln. Auf jeden Fall sehe ich jetzt einfach raus wie ein Busch. Alter, wie krass sieht das denn aus? Und warte mal. Hä? Was ist denn mit dir passiert? Du bist einfach so ein Schließfach oder so. Ja, ganz genau. Das sieht so cool aus. Das sieht echt cool aus. Und ich glaube, ich würde auch nicht denken, dass du irgendwie unrealistisch bist oder so, weil das passt voll zu Murder Mystery 2, oder? Ja, würde ich auch sagen. Und ich würde sagen, eigentlich können wir auch schon direkt losstarten in einen öffentlichen Server. Ja, das stimmt. Und ich würde sagen, wir gehen in einen öffentlichen Server. Let's go. Okay, und ich bin unschuldig, was eigentlich perfekt ist, wenn man sich hier irgendwie als Objekt verstecken möchte. Ja, also Mario, ich bin versteckt. Und wie sieht's bei dir aus? Hä? Oh mein Gott, ich beobachte gerade Ayway. Und Leute, das sieht richtig krass aus. Was hast du für ein Versteck gefunden? Hey, danke, Mario. Und schau mal, dieser Coin formiert. Das sieht doch voll aus, als würde das so natürlich gesponsert. Und deswegen fällt es auch gar nicht auf, dass ich hier stehe. Verstehst du? Ja, ich verstehe, das stimmt. Und oh, vor dir ist einfach die Mörderin. Aber sie sieht dich nicht. Hä? Warte mal. Die ist aber echt vor dir und die sieht dich echt nicht. Aber du hast auch ein gutes Versteck. Warte, die läuft die jetzt weg von dir oder glaubst du, die kommt zu dir? Oh nee, ich glaube, die haben geteamt. Hat nicht so gut funktioniert jetzt die erste Runde. Nee, aber war ja auch nur die erste und deswegen kommen noch ganz viele weitere Runden, in denen wir schaffen können. Okay, Leute, wir sind jetzt diesmal sogar auf einer richtig coolen Map, würde ich sagen, für mein Versteck auf jeden Fall. Ich bin hier auf jeden Fall ein... Oh, das ist nicht so gut. Ich hoffe, er ist kein Mörder, aber ich stelle mich einfach irgendwo... Soll ich mich einfach hier hinstellen? Ist doch langweilig, glaube ich. Warte mal. Ja, ich bin schon versteckt und gerade ist er schon immer für mir vorbeigelaufen. Also, ich bin safe. Ich stehe auf jeden Fall im Zimmer. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Warte, ich muss mich vielleicht hier ein bisschen besser positionieren. Vielleicht so. Ey, das ist perfekt, ohne Witz. Oh mein Gott. Aber ich sag dir ehrlich, ich bin bei diesem Lamborghini und ich bin auch ganz gut unterwegs. Hier ist einer, der schubst mich die ganze Zeit weg, weil der weiß, dass ich das bin. Der hat mich jetzt gesehen, wie ich mich da versteckt habe vorhin. Oder was heißt warten? Oh mein Gott, da hinten ist der Mörder. Ich will jetzt gucken, ob der Mörder... Oh, der Mörder hat hier einen Deck gemacht. Oh mein Gott, warte, kommt der hier rein vielleicht? Nee, oder? Hey Leute, seht ihr das? Der Mörder ist einfach da hinten. Okay. Da... Ich bin bei diesem gelben Lamborghini in dieser Garage. Oh, okay. Ich verstehe. Wir haben gewonnen, Mario. Let's go! Okay, die nächste Runde, Leute, auf der genau gleichen Map. Was ist das denn? Ey, egal, keine Ahnung, ich stelle mich einfach irgendwo hin. Oh mein Gott, hier sind bei mir sind auf jeden Fall schon ein paar Leute. Ey, hier bist du. Was geht ab, Mann? Okay, ich stelle mich einfach genau neben dich, okay? Okay, Klaus, fällt das auf hier unten? Hä? Nein, wir sind wie Profis hier versteckt. Warte, kann man eigentlich spectaten? Oh mein Gott. Bist du Mörder? Nö. Oh mein Gott. Hä, du bist umgedreht. Du bist falsch umgedreht. Oh, stimmt. Wie das so aussieht. Nein! Die ist gerade durch mich durchgelaufen, aber hat sie mich nicht gesehen? Mario, das ist so die Todeskammer hier unten. Warte, bist du weggelaufen einfach? Nee, ich bin noch da. Ich verstecke mich jetzt einfach woanders. Ja, ich bin jetzt in dem Raum, eigentlich im Esszimmer, weißt du? Ja. Ah, okay. Hey, da kommt einfach der Schrank. Einfach du läufst hier rum. So, ich stelle mich jetzt in die Tür, keiner kommt nicht mehr durch. Aber die wundert sich auch gar nicht. Hä? Nö, das ist ganz normal in Roblox. Ja, das ist ganz normal, ja. Das sieht keiner. Das sind jetzt gerade drei Leute. Oh mein Gott, ich wurde sehen gefunden. Die das? Ich wurde auf jeden Fall gefunden. Ey! Warte, hab ich dich? Oh, zum Glück nicht. Ich hab die Waffe. Machen wir ein 1 gegen 1, oder? Nein, oder da lebt noch wer. Der kommt genau jetzt um die Ecke. Okay, warte. Wie? Nee. Aber was muss er sich denken, wenn auf einmal ein Schrank auf ihn zugelaufen kommt? Ja, das stimmt. Wie geht's hier so? Ist noch jemand? Ist auch ein schönes Leben hier in Murder Mystery. Man kann sich nicht beschweren. Ja, aber du als Schrank, finde ich, du passt gar nicht auf die Map. Mario. Du passt auch gar nicht auf die Map. Oh, let's go! Doch, ich passe perfekt auf die Map. Guck, ich stelle mich sogar hier in die Ecke einfach, ja? Was,
was willst du machen? Ja, toll. Aber ich glaube, jetzt hat uns wirklich jeder gesehen. Ja, wahrscheinlich. Okay, Leute. Hä? Warte. Du warst jetzt gerade Mörder. Jetzt bin ich Mörder. Oh mein Gott. Ehrlich? Ich bin einfach Mörder als Busch. Oh mein Gott. Und ich passe gar nicht auf die Map, oder? Ja, ich bin auch irgendwo hinter dir, neben dir. Keine Ahnung, was das ist. Lass mal zusammen verstecken irgendwo. Ja, aber wo? Du passt halt perfekt auf die Map. Ich halt gar nicht. Ja, das stimmt. Aber das Ding ist, hat der Sheriff gerade geschossen? Ich glaube schon. Ich warte einfach genau hier, wo ich bin. Ich habe keine Ahnung. Ja, das hört sich gut an. Wo bist du gerade? Bei mir sind gerade Leute genau hinter dir. Ich habe mich hinter dir versteckt. Let's go! Hey. Du musst kurz weggehen. Ja, bin ich. Warte, wer ist Sheriff? Ist er Sheriff? Ich weiß es nicht. Ja, er ist Sheriff. Oh mein Gott. Ich gehe zu dem hoch. Ja, ich hab ihn so. Hey, du hast ihn. Nimm die Waffe. Let's go. Oh mein Gott. Hey. Jetzt gewinnen wir das Ding. Hey, wir müssen das jetzt gewinnen. Warte mal, hier war aber auch noch ein anderer. Da ist er. Hä? Der hat gehackt. Hast du das? Der hat dich unter die Map gehackt. Oha. Okay, Leute, wir sind auf der nächsten Map und ich glaube, ich brauche ein perfektes Versteck. Ich verstecke mich einfach hier. Ich glaube, das ist perfekt, solange das komplett gerade ist. Aber eigentlich, so kann man perfekt durchschauen. Wo bist du? Ich bin in der Küche gerade und ich bin so auffällig. Einfach ein Spind, aber mitten in der Küche. Oh mein Gott, ich stehe einfach irgendwo an einer Wand. Aber ich muss sagen, ich habe mich voll gut angepasst. Das sieht so aus, als wäre das voll realistisch. Oh, ich glaube, bei mir wurde irgendwer geschnitzelt. Warte mal, warte mal, seit wann bist du weiblich oder bist das nicht du? Hä? Nee. Du musst weggehen hier. Oh mein Gott. Vor mir steht einfach ein weiblicher Anyway, die mir schreibt, hahaha. Hä? Hey, du bist unsichtbar. Ja, ich bin unsichtbar. Du musst es nicht in den Chat schreiben. Oh mein Gott. Aber sie geht weg. Okay, Ehre auf jeden Fall an dich. Ja, Grüße gehen raus. Ich habe ein bisschen den Platz gewechselt. Jetzt stehe ich neben so einem Wasserspender. Ja, ich würde echt interessieren, wo du bist. Oh mein Gott. Wo bist du ungefähr? Ich bin wirklich gut versteckt. Also ich bin einfach eigentlich. Weißt du, wo diese Sackgasse ist mit diesem Fenster? Oh mein Gott, vor mir ist der Mörder. Nein, der Mörder hat mich gefunden. Oh mein Gott, okay. So gut war das Versteck wohl doch nicht. Ich glaube, jeder kennt diesen Busch, kann das sein? Du stehst wirklich genau sehr, sehr gut. Weit weg von der Hand wie der andere Wasserspender. Ist der Mörder neben dir irgendwo? Nee, aber der Sheriff ist da. Weiß ich nicht. Ja, das kann sein. Der Mörder ist irgendwie dieser Bacon-Skin mit diesem grünen T-Shirt, weißt du? Da habe ich noch gar nicht gesehen in der ganzen Runde. Genau, die vor dir steht. Siehst du das da hinten? Da ist keiner. Da, die jetzt in den Raum kommt. Die, wo mich gerade versucht hat abzustechen. Ja, genau die ist Mörder. Die uns auch geschafft hat. Mein Gott. Okay, Leute, let's go. Wir müssen jetzt die nächste Runde spielen und ich muss nicht so schnell es geht, einfach verstecken. Ja, passt das so? Ah, ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. Oh mein Gott. Nein! Er stellt sich in mich rein. Verschwinde doch! Geh doch weg von mir! Ey, oh mein Gott. Ey, wir sind auf einem deutschen Server einfach. Und da ist einfach jemand, der mich die ganze Zeit verfolgt. Ey, Mario, ich bin ein Spind auf einem Küchentisch. Also, ich bin so auffällig. Aber, warte, ich gehe einfach in irgendeinen Raum, oder? Ja, da wird jemand weggeschnitzelt die ganze Zeit. Wo bist du gerade? Ich stehe voll öffentlich einfach im Wohnzimmer. Aber ich glaube, wenn ich mich hier so verstecke, warte, noch ein bisschen, ist das, nein! Oh, wir haben gewonnen! Es ist vorbei! Oh mein Gott, aber ich habe eigentlich kein so schlechtes Versteck, sage ich dir ehrlich. Also, dieses Versteck könnte ich immer wieder benutzen. Ja, also, Lamisee hat mich gerade als Freund hinzugefügt. Ich glaube, die kennen uns hier auf dem Server. Wahrscheinlich. Okay, Leute, let's go. Ich bin schon wieder Mörder! Was? Das kann nicht sein. Ich schwöre, ohne Witz, das kann nicht sein. Nein, bitte verschwinde von mir. Du bist gefühlt mehr Mörder als in den normalen Aufnahmen. Ohne Witz. Aber ich habe mich auf jeden Fall irgendwo versteckt. Und wenn er jetzt wieder in mich reinrennt, wisst ihr was? Mir ist es egal. Ich mache das jetzt einfach so. Ich stelle mich jetzt hier hin und es ist mir egal. Ja, und ich stelle mich jetzt auch hier hin. Ja, wie auffällig, aber. Oh mein Gott, okay. Ja, aber dann weiß keiner, wer es war. Oh, oh. Da kommt wer. Warte, lass uns verstecken. Die ganzen Körper auf einem Haufen, die vor uns liegen, das waren die auf keinen Fall. Hast du das gesehen? Ja, wie krass war das denn? Sehr, sehr gut. Ey, oh mein Gott. Ich darf nur dich treffen, ja? Hey, ja, da musst du aufpassen. Let's go! Hey, du lächst. Oha, die hat einfach gelegt. Hier ist die Waffe. Nimm die Waffe. Ja, habe ich. Gott. Okay, Mario, schau mich mal in die Ego-Perspektive an. Wo bist du? Schau mich mal an. Ja, ich schau dich an. So eine Pizza. Ja, gib mir eine Pizza, bitte. Bist du... aus dem Kühlschrank. Warte! Nein, du darfst mir raus. Egal, ich hab gewonnen. Wir haben es geschafft! Oh mein Gott, let's go! Ey, wir haben einfach mit dieser komischen Hide and Seek Challenge oder wie auch immer ihr die nennen wollt oder so, haben wir einfach geschafft zu gewinnen, aber wir müssen nach jeder Runde leider den Server wechseln, aber ey, das war voll die gute Runde, oder? Ja, du hast recht. Ey, ich würde sagen, wir machen noch eine Abschlussrunde und mal schauen, vielleicht schaffst du es diesmal irgendwie zu gewinnen oder so, oder? Mal sehen. Okay, Leute, ich höre, dass da irgendwie ganz viele Leute jetzt gerade irgendwie weggeschnetzelt werden oder sowas in der Art. Warte, ich habe ein bisschen Angst. Würde mich ein bisschen gerne verstehen.
stecken. Neben mir ist einfach der Mörder. Ich habe einfach den Mörder neben mir rumlaufen sehen mit Messern in den Händen und der... Hey, ohne... Oh, der kommt auf mich zu. Glaubst du, er findet mich? Er hat mich nicht gesehen! Er hat mich nicht gesehen! Er hat mich wirklich nicht gesehen! Oh mein Gott, warte, wird er mich finden? Wird er mich finden? Wird er mich finden? Nein! Er hat mich gefunden. Okay, was soll ich sagen? Ich konnte nichts machen. Okay, du hast ein ganz gutes Versteck, muss ich ehrlich sagen. Du stehst auf jeden Fall in irgendeinem Raum und ich glaube nicht, dass er dich so einfach finden wird. Aber glaubst du, du schaffst es, gegen den Mörder zu gewinnen? Ich weiß nicht. Also entweder ich hole die Waffe oder die Zeit läuft ab. Ist der Sheriff schon tot oder bin ich der Letzte? Ja, der Sheriff wurde gerade umgeschnetzelt. Also, das habe ich schon gesehen. Wie viele Leute leben noch ungefähr? Du, also der Mörder und noch eine andere Person. Aber ich weiß nicht, hat sie die Waffe? Ich glaube nicht, dass sie die Waffe hat, oder? Also sie hat sie auf jeden Fall nicht in der Hand. Ich weiß auch nicht, wo die Waffe genau ist. Oh mein Gott, sie hat es geschafft. Sie hat ihn geschnetzelt. Ja, hallo, Busch, was geht? Ja, das war ich, okay. Hä, wie lustig das aber aussieht. Ja, wenn ich tanze. Hey, oh Mann, Alter. Warte mal. Hey, Leute, wir tanzen einfach den Sassy-Tanz als Busch und als, was bist du nochmal? Ein Schrank oder so? Was? Hä, warte mal. Warum habe ich ein Messer in meinem Kopf? Hä, was ist jetzt passiert? Hä, warte mal. Warum hat die... Hä? Okay, Leute, wie ihr seht, fängt das Spiel jetzt an in 7, 6, 5 und keine Ahnung was. Und ich habe auch schon oben eine Person stehen. Jetzt ist das hier ein Beispiel Dalamartina 15, okay? Und das heißt, diese Person, wenn ich die hier finde, muss ich die schnitzeln. Wie sieht es bei dir aus? Wen hast du? Ganz gut, ich habe schon die erste Person weggeschnitzelt. Oha, du bist ja richtig krass unterwegs. Warte mal, ich muss meine Natürlich. Person erst mal finden. Oh, da ist sie! Da ist sie! Ey! Die schnitzelt auch gerade ein paar Leute weg. Ai, oh mein Gott, ich habe sie weggeschnitzelt. Oh, oh. Und die nächste Person, die steht hier oben auch. Lea Sophie. Okay, 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 okay. Übrigens, Leute, falls ihr auch mal hier mitmachen wollt oder so, dann joint gerne auf meinem Discord-Server. Oh mein Gott, die Leute, die da mitmachen. Ey, ich wurde geschnitzelt. Nein, hey, aber ich habe mein Bestes gegeben. Lebst du noch? Nö, ich habe auch mein Bestes gegeben, aber ich wurde fast am Anfang schon weggeschnitzelt. Okay, Leute, es geht weiter. Wir haben dann oben die nächste Person jetzt, die wir jetzt hier schnitzeln müssen. Neue Runde, Leute. Jetzt beginnt's. Jeder hat ein Messer bekommen und ich höre direkt, wie so viele Leute weggeschnitzelt werden. Ey, Mann. Als ob. Ja, oha, ich hab schon zwei Leute. Oh, ja, jetzt bist du gestorben, weil ich hatte dich auf jeden Fall. Leute, hat die mich? Oh, oh, ich glaube, die Person. Ey! Oh mein Gott. Ja, ey, sie hat gewonnen. Sie hat uns komplett alle auseinandergenommen. Das heißt, sie hat gewonnen. Aber sie laggt. Siehst du das? Ja, richtig. Das Wichtigste ist, wenn man anfängt, in eine neue Runde reinzukommen, dass man sich die Person schon mal aussucht, die man hat. Und dazu der geht und die wegschnitzelt. Nein, sie hatte mich einfach auch. Wir hatten uns einfach gegenseitig. Sicher, dass ich dich hatte? Warte, hattest du mich? Mario, ich stand genau hinter dir. Warte mal, du hast ein Messer in deinem Fuß oder so. Okay. Ja, aber ich hab dich weggeschnetzelt. Oh Mann, alles deine Schuld, also sagst du. Egal, komm, ich wünsche dir viel Glück, du schaffst das. Let's go. Ja, danke. Ich glaub auch an dich. Ja, du musst treffen. Ah, danke für den Tipp, Mario, jetzt hab ich's geschafft wegen dir. Nein, du hast es nicht geschafft. Guck mal, wie viele Leute da noch rumrennen. Hä? Siehst du? Und jetzt wurdest du geschnitzelt, weil du zu früh geredet hast, ey. Okay, let's go. Ich hab vergessen, wie die Map hier aufgebaut ist. Okay, wir haben hier unsere wunderschöne Person hier oben, die A-Ray ist, oder? Oh mein Gott. Was? Nein, nein, das bist nicht du. Ich hab dich geprankt. Let's go. Kleiner Prank, sagst du? Okay, okay. Ein kleiner, großer Prank. Und jetzt muss ich irgendwie meine Person finden und die steht vor mir. Let's go. Okay, jetzt ist A-Ray. Ey. Was? Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, die nächste Person, die ist auch sofort vor mir. Oh mein Gott, ich bin so ein Noob. Und warte mal, schießt da wer auf mich? Dass ich es wäre auf mich. Hä? Ich habe sie getroffen. Oh mein Gott, ich bin so krass. Okay, dann ist die nächste Person. Nein. Nein. Oh mein Gott. Ey, das war so knapp. Oha, oha, oha. Wir haben jetzt irgendwie hier, sind wir auf der neuen Map. Ey, wie krass die aber aussieht. Also ich habe Lea Sophie. Wie sieht's bei dir aus? Ja, ich habe Amira. Sieht auch ziemlich gut aus. Okay, okay, alles klar. Warum kommt der auf mich zu und schnitzelt mich? Aber irgendwie verliert er dann sein Messer. Also wenn man die falsche Person schnitzelt, dann verliert man für einige Zeit sein Messer auf jeden Fall. Oh mein Gott, aber ich muss sagen, diese neue Map, die sieht richtig krass aus, oder? Was sagst du? Ja, die sieht ehrlich krass aus, auch so richtig groß und so schön sommerlich. Mhm, ja, so finde ich auf jeden Fall auch. Problem ist jetzt, dass die Person, die ich habe, ich finde die nicht. Bin ich blind? Okay, Leute, let's go. Die Runde beginnt und ich habe hier sofort Aileen. Aileen ist jetzt geschnitzelt worden von mir. Und die nächste Person. Die nächste Person. Nein, nein. Ey, 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 das kann nicht sein. Ey, das kann nicht sein. Ey, was mache ich hier? Ich bin so ein Noob. Hä, bist du geschnitzelt worden? Ah, nee, da bist du. Okay. Nö, ich bin hier genau neben dir. Ja, ja, ja. Warte, komm her. Ey, das kann doch nicht sein. Ich bin so ein Noob manchmal. Warte, kann ich das... Ey, sogar beim Messerschmeißen schaffe ich es nicht. Aber ich glaube, sie hat dich, weil sie läuft dir hinterher. Nein, nee, nee. Oh, doch. Oh. Die hatte mich. Okay, let's go. Nächste Runde. Warte mal, sind wir ja wieder auf der neuen Map hier? Ist es die neue Sommermap? Ja.
ganz genau. Oha, oha, okay, okay, ich sehe schon. Ich muss jetzt nur die richtige Person finden. Und da läuft sie auch schon rum. Und zwar Aileen, let's go, komm her. Okay, Aileen wurde geschnitzelt. Du meinst mich. Ich habe meine Messer verloren. Ich habe irgendeinen falschen angegriffen. Warte mal, wo bist du? Komm her. Hier, ich schnitzel gerade. Oh nein. Hey, nein, ich hab... Sui, Barbecue, let's nein, go. Nein, ey, das war so knapp. Ich wäre fast weggekommen. Ja, aber warte, wen hattest du? Du hattest nicht mich, oder? Nee, hatte ich nicht. Okay, Lea Sophie habe ich jetzt als nächstes. Ey, bitte. Bitte, ich habe so Angst, weil jeder könnte einfach meinen Namen haben. Und wenn ich dann geschnitzelt habe, das ist vorbei. Und ich will einfach nur gewinnen, das ist das Problem. Nein, ja. nein, er hat mich. 5 Sekunden beginnt das Spiel und die erste Person, die ich habe, heißt einfach Emily hat Lami lieb. Hä, wie süß ist dieser Name? Oh, tut mir leid, aber... Hä? Oh mein Gott, die hat mich auch geschnitzelt. Ey, wir haben uns einfach gleichzeitig geschnitzelt. Wie sieht's bei dir aus? Ey, ich habe gerade 3 Leute weggeschnitzelt einfach. Die standen alle aufeinander gefühlt, wie krass. Oha, 3 Leute? Ja, ehrlich, die liegen alle auf dem Haufen da vorne. Oha, stimmt, du hast recht. Ey, die Armen, ja. Okay, wen hast du jetzt? Aileen. Aileen, also die hatte dich scheinbar auch. Aileen hat dich einfach geschnitzelt. Du bist so ein Noob. Ach so, also du, ich habe länger gelebt als du. Hä? Na, Ja, okay, und er nimmt Cut, 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 warte, sehe ich das gerade richtig? Kaya Cola? Kaya Cola? Dann würde ich sagen, ja, tschüss, Kaya Cola. Oh mein Gott. Okay, das war einfach. Ich bin einfach neben der Person gespawnt, die ich einfach schnitzeln muss. Nein, 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 das kann nicht sein, ey. Diese Map ist so winzig, ey. Was machst du da? Ich abonniere den Kanal. Ach so, warte mal. Und das solltet ihr auch machen, das ist kostenlos. Ja, Leute, abonniert jetzt mal den Kanal, Mann. Das Ding ist nur, ich finde irgendwie die Person, die ich killen soll, nicht. Das ist Lea Sophie. Ja, weiß auch nicht, wo die ist. Hä, diese Lea Sophie, die... Oh, die kämpft, glaube ich, gerade gegen den Stuhl. Ja, okay, krass. Ich glaube, die laggt ein bisschen, diese Lea Sophie. Ich habe das Gefühl, alles hinter mir her. Ja, das hat man immer in diesem Spielmodus. Aber der Spielmodus ist auch irgendwie richtig, richtig cool. Ich verstecke mich jetzt einfach hier bei deinem Körper. Na toll. Es kommt einfach keiner. Ich habe keinen Plan. Ah, da. Ja, das ist die einzige Person, die noch lebt. Du und Lea Sophie. Aber warum ist die Hautfarbe so komisch von der... Bei ihrem Bild sieht die ganz anders aus. Was redest du? Nein. Oh, ich habe gewonnen. Wie krass das denn? Der Erste, der in diesem Spiel gewonnen hat. Ja, nachdem du 20 Minuten auf dem Boden geschlafen hast. Natürlich kannst du... Hey, schreibt alle mal in die Kommentare, dass Aloy ein Noob ist. Ich bin innocent. Und was bist du? Wie, du bist innocent? Ach nee, falscher Modus. Stimmt. Ist echt den falschen Modus, Mann. Okay, let's go. Erste Person habe ich geschnitzelt. Oh. Ja, ziemlich gut gerade. Und bei dir? Ja, auch ziemlich gut. Wen musst du schnitzeln? Ich habe Lea Sophie weggeschnetzelt. Let's go. Ich wurde gerade weggeschnetzelt. Und du warst mein Ziel. Ich hätte dich wegschnetzeln müssen. Warte, du wurdest auch geschnitzelt? Ja, im gleichen Moment von der gleichen Person. Warte mal ganz kurz. Emily Roblox, das ist die echte Emily? Warte mal. Mario, ich heiße A-Ray. Ich glaube, du hast mich verwechselt. Nein, da hinten. Ja, ich bin hier. Ich weiß schon. Warte mal, ich guck mal, das ist echt die echte Emily. Oh mein Gott, als ob die echt hier ist. Hier, bin hier, um zu gewinnen. Das werden wir sehen. Ich bin der wahre Gewinner, okay? Okay, ja, du wirst sehen, Emily. Was sagst du? Also, was war vorletzte Runde nochmal? Wer hat da geworden? Also, ich glaube, mehr muss ich nicht sagen. Let's go. Ja, werden wir noch sehen, ja? Also, Mario, was soll ich sagen? Weißt du, wenn ich das Ziel habe? Zufälligerweise. Ich habe mein erstes Ziel schon weggeschnitzelt. Wie sieht's bei dir aus? Ja, ich suche dich gerade. Wo bist du, Mario? Ich sehe dich da hinten rumlaufen wie so ein Noob. Das ist nicht so gut. Oh. Nein, du, ich hab dich als Ziel. Nee, Mario, komm her. Oh mein Gott, nein. Jetzt habe ich Aileen. Die läuft da hinten rum, ja. Oh mein Gott, ich habe Aileen getroffen. Okay. Ja, Mario, ich hol dich. Das ist nicht gut. Ja! Wir haben uns gegenseitig geschnitzelt! Ich glaube, wir haben gewonnen. Also das war nicht so eine krasse Runde. War Emily nur da zum Schlafen, glaube ich. Warst du nur da zum Schlafen? Komm mal her, Emily. Warte, sie läuft schon weg. Siehst du, sie schämt sich. Noob. Doch, die ist hinter mir. Die läuft hinter mir rum. Hi, was geht ab? Zack. Dann haben wir da hinten die nächste Person, die ich schnitzeln muss. Aber wer hat mich? Ich habe sie getroffen. Oh nein, ich habe Lea Sophie. Oh. Und nicht Lea Sophie. Ja, Lea Sophie ist immer so schwer zu finden. Warte mal, warum läuft die mir hinterher? Nein, bitte läuft nicht. Ich hasse es, wenn Leute mir hinterherlaufen, weil ich dann immer davon ausgehe, dass die mich schnitzeln wollen. Okay, mein nächstes Ziel ist Aileen. Also Aileen wird geschnitzelt. Warte mal. Was geht ab bei dir? Ja, wen? Was? Wen suchst du? Der ist genau da bei dir. YouFabs, Nikos, Lea. Oh mein Gott, stimmt. Hinter dir. Du hast recht. Nein! Schieß doch nicht auf mich! Okay. Das wird.
Das wird ein harter Kampf, okay? Ich werde jetzt einfach auf ihn zurennen, okay? Okay, ich bin gespannt. Wenn du das schaffst, bekommst du 1 Million Robux. Okay, okay, let's go, let's go. Er versteckt sich da hinten, er versteckt sich da. Ey, das kann nicht sein. Ich, wir müssen uns ja jetzt gegenseitig töten. Wir sind die Einzigen, die noch leben, richtig? Ja, ganz genau. 1 gegen 1. Oha, okay. Ja, das ist nicht so gut irgendwie. Oder eigentlich doch. Ja, aber wer hat gewonnen vor 2 Runden nochmal? Du nicht? Ich hab gewonnen! Ich bin der einzig wahre Profi, Leute. Und dafür müsst ihr jetzt auf jeden Fall den Kanal abonnieren. Ja, sag mal, Emily, was war los? Hm? Ja, da würde ich auch abhauen. Emily hat mich weggeschnetzelt. Oha. Was? Du wurdest von Emily weggeschnetzelt? Wie kannst du von so einem Noob weggeschnetzelt werden? Ja, vom Noob einfach. Oh mein Gott. Okay, das heißt, du musst mir jetzt irgendwie Unterstützung geben, okay? Ich hoffe, Emily lebt noch. Jetzt in dieser Zeit, okay. Ja, die lebt noch, aber die wird gerade verfolgt. Nein! Und jetzt Nein! Oh mein Gott, ey, wir sind alle irgendwie ein bisschen Noobs, kann das sein? Ja, wir machen hier einfach ein bisschen Lobby-Action, weißt du? Nächstes Mal machen wir so 24-Stunden-Challenge, wer lebt länger in der Lobby? Okay, Ayway, komm mal her zu mir, okay? Wir müssen jetzt besprechen. Okay, Mario. Ich hoffe, du hast mich nicht, okay? Also du hast... Nö. Ey. Aber ich hab dich nicht so weggeschnitzelt. Wie ist das denn passiert? Keine Ahnung, ich wurde... Oh mein Gott, da hat jemand Emily weggeschnitzelt. Ich hab's gerade noch live im Augenwinkel gesehen. Oh mein Gott. Ja, und damit bin ich wieder der Sieger der Herzen. Du bist der Sieger der Popos. Geh jetzt hier weitermachen und mach mal gewinnen. Oh ja, soll ich dir dein Video übernehmen, Mario, weil du zu schlecht bist, um zu gewinnen? Komm, wenn du jetzt gewinnst, kriegst du... Ja, mach ich jetzt auch. Und zwar einmal zack, weg mit dem hier. Warte mal. Bist du da gerade? Hallo? Hallo? Ja. Hallo? Und damit... Ja, ich wäre auch an deiner Stelle weggegangen. Aber meine Frage an dich ist eigentlich, wo sind meine 1 Million Robux? Ich habe ja gewonnen. Damit bin ich doch mal raus. Okay, Leute, der nächste Versuch geht los. Okay, seht um. Oh mein Gott. Und ich glaube, Emily war gerade irgendwo hier. Die ist auf jeden Fall hier runtergesprungen. Da hinten ist sie. Ey, was geht ab bei dir? Oh mein Gott. Warte, warum springt die auf meinen Kopf runter? Oh, oh. Glaube ich, von oben jetzt nochmal runterspringen, weil da ist diese Person, die ich töten muss. Ich meine natürlich schnitzeln muss. Warte, hier hinten ist sie. Hallo, hallo. Was geht ab bei dir? Was geht ab bei dir? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, ich habe Lea Sophie und da vorne stehen 2 Leute. Wie soll ich da jemals... Warte, nicht Lea Sophie. Jetzt kannst du gleich verlassen, weil du verlieren wirst. Nein, ich habe echt verloren. Ey, aber ich wusste, ich war in der Sackgasse. Ich konnte gar nichts mehr machen. Aber warte mal. Ey, bist du wieder mal vor mir gestorben, oder? Da ist übrigens immer noch Emily. Die ist einfach wirklich noch hier drin. Okay, Leute, let's go. Hä, warte mal, da ist die Person. Die läuft einfach in meine Arme. Hä? Ich habe ein bisschen Angst wieder. Nein, jetzt verstehe ich gar nicht. Emily, hilf mir. Bitte. Ich habe auch Angst vor dir. Ich habe Eileen. Okay, Eileen läuft hier hinten rum. Eileen. Nein, bitte sag mir nicht, dass du mich hast. Nee, obwohl, hä? Oh mein Gott, das ist die nächste Person. Oh mein Gott, Lea Sophie. Hä, warte mal, warum? Ja, ich hab dich gerettet. Oh mein Gott, du hast mich wirklich gerettet. Warte, hier ist Lea Sophie. Die steht hier AFK rum. Okay, alles klar. Dann bist du. Hä? Ich hab gewonnen. Ich wollte dich gerade auch killen. Hör ich da weinen? Hä? Warte mal. Hä? Emily hat geschrieben, was für ein Kaka-Game. Hä? Dieser Spielmodus ist doch voll cool, oder? Naja. Ja, der macht so viel Spaß. Ja, der macht mega viel Spaß. Ja. Aber übrigens, Leute, Emily ist immer noch hier. Also sie ist hier drin und sie, oder auch nicht. Sie ist da draußen und sie springt hier immer noch rum. Okay. Okay, warte, Leute. Vor mir ist jetzt die Person, die ich schnitzeln muss. Und die habe ich auch natürlich sofort geschnitzelt. Ach so, warte mal. Schau mal, Emily ist immer noch hier in der Lobby. Das habe ich gerade erst gemerkt. Stimmt, ich glaube, die muss mich oder dich schnitzeln. Vielleicht, ich glaub, die spielt immer noch mit uns in unserer Lobby. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Hä? Ich habe Lea Sophie und ich glaube, die ist AFK. Hey, das kann nicht sein. Ich habe irgendwie. Ja, die geht aber voll auf mich, ey. Ich glaube, die ist ein Fan. Oh. Das ist nicht so gut. Nein! Ich habe Emily outplayed. Let's go. Ich glaube, sie outplayed dich. Oh mein Gott, wie knapp war das? Nö, das war super knapp, aber ich bin so ein Profi, Mario, weißt du? Ich guck lieber mal Emily zu, weil bei dir ist ja nur ein Noob-Gameplay. Hier, so, let's go. Ja, und jetzt pass auf. Let's go. Nein. Warum greift die? Warum? Ich glaube, die probiert einfach nur mit sich zu trollen, oder? Ja, aber ich bin so ein Profi, weißt du, ich brauche keinen zu trollen. Hä? Hast du nicht auch selbst eine Person, die du irgendwie essen musst? Oh. Nein. Oh, Emily. Ja, Emily pures Glück. Oh mein Gott. Pures Glück, würde ich sagen. Okay, ich gucke jetzt Emily zu, weil ich glaube jetzt in Emily, weil mit so A-Ways kann man irgendwie nicht spielen, weil die sterben immer nach 2 Minuten. Wie kann das eigentlich sein? Ah, stimmt, Emily ist immer noch in unserer Lobby, fällt mir gerade auf. Ja, Leute, Emily ist einfach immer noch da. Lasst ein Like da für Emily und abonniert den Kanal. Okay, Leute, die letzte Person. Oh mein Gott. Emily hat Lami lieb, hat einfach Emily geschnitzelt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Emily, du bist wirklich ein Noob. Ey, ich habe wirklich an Emily geglaubt. Guckt euch das an, wie sieht das aus? Oh mein Gott, jeder sieht einfach so aus wie Lami, aber halt nur mit einem anderen Gesicht. Das sieht einfach so lustig aus. Und damit geht die erste Runde los. Wir sind unschuldig, aber ihr seht schon, Leute, wenn wir hier im Spiel drin sind, dann sind da einfach keine Namen über dem Kopf. Das heißt, das Ganze sieht noch verrückter aus. Und man könnte denken, bist du der Echte oder du oder du oder du oder vielleicht bin ich es selbst? Keine Ahnung, gute Frage auf jeden Fall. Oh.
Ich glaube, Lami ist Mörder, oder? Was sagt ihr? Hä, warte mal, Lami, warum hast du Lami erschossen? Ey, was soll das? Also, wo bin ich hier gefangen? Was? Hä? Hey, ist einfach ein Tresor. Warte, warum bin ich im Tresor gefangen? Okay, das Problem ist, wer ist... Hier ist das. Warte mal, was hast du für eine Farbe? Irgendwie sieht mein Outfit viel blauer aus oder so. Keine Ahnung, jedenfalls. Hey, wie sieht das aus? Hey, ich werde es immer wieder lustig finden. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, nein, Lami. Oh mein Gott, ey, mach was. Okay, ich bleib jetzt einfach hier beim Sheriff. Ich glaube, der wird mich einfach mein Leben lang beschützen und dann ist alles gut. Du weißt, auf wen du schießen musst. Warte, du weißt nicht, auf wen du schießen musst, weil jeder gleich aussieht, Mann. Aber Leute, kein Problem. Ich vertraue ihm auf jeden Fall schon. Hä? Hä? Warte, die haben sich gegenseitig geschnetzelt. Was soll das denn, hä? Aber der Sheriff hat trotzdem irgendwie gewonnen. Keine Ahnung. Okay, ich bin jetzt einfach hier in der Lobby und schreibe einfach mal, ihr stinkt. Was geht ab bei euch? Okay, let's go, nächste Runde. Ich hatte 9% Chance, Mörder zu werden und ich bin natürlich unschuldig geworden. Na, toll. Ich will auch nochmal als Lami alle Lamis schnitzeln. Ey, Leute, ohne Witz, wenn ich diese Map hier sehe, ich finde die so cool. Man kann hier einfach auch die Rutsche runterrutschen und, ey, wie viele Leute hier rumlaufen und jeder sieht gleich... Warte, das ist ein Imposter, Leute. Der ist Hass. Warte mal. Wer bist du und warum hast du... Hä? Okay, das ging schnell. Ey, let's go. Lami verfolgt Lami. Warte, was macht der? Hallo, was machst du? Ja, wie es aussieht, ist der dabei, jeden einzelnen zu schnitzeln. Oh nein, er wurde geschnitzelt. Also spielen wir jetzt nicht Mörder bis die 2, aber jeder ist Lami, sondern wir spielen Mörder bis die 2, aber jeder ist Lami und ein Imposter ist noch unter uns. Hey, was soll das? Die Runde, die hat nicht mal richtig angefangen und ich höre schon überall, wie irgendwelche Lamis geschnitzelt werden. Was soll das denn, hä? Seid ihr safe? Hallo? Bin ich hier sicher bei euch? Bitte? Oh, oh, nein, da bin ich nicht sicher, da bin ich nicht sicher. Ey, wo ist das denn? Wo ist der Sheriff? Ey, bitte Hilfe. Oh, oh, hier liegen ganz viele Lamis auf dem Boden. Hä? Warte, warte, warte. Warum versteckst du dich auf Klo? Ah, die Wahnsinn, die versteckt sich gar nicht. Die war einfach tot. Hey Leute, wie traurig sieht das hier aus? Nur noch ich und du bist am Leben, ne? Und es gibt noch irgendein... Ah, das ist bestimmt der Poster, 100%. Oh mein Gott, ich wusste es. Ich hatte so recht. Ich bin so ein Profi. Oder sowas in der Art. Und Leute, übrigens, falls ihr eine Idee habt, mit wem ich das als nächstes machen soll, also falls ich das nochmal mit einem anderen YouTuber machen soll, dann schreibt es ganz in die Kommentare, wenn mich interessiert. Oha, ich bin Sheriff geworden. Okay, let's go. Also, es ist meine Aufgabe als Sheriff Lami, die richtigen, oder den falschen Lami zu finden oder sowas in der Art. Also suche ich hier unter diesen ganzen Personen einfach mal eine einzige Person, die wahrscheinlich Mörder ist. Oh, oh, ich höre da hinten schon was. Oh mein Gott, da ist schon wer. Da ist schon wer. Warte mal, ist das die schnellste Runde der Welt? Ja, oh mein Gott, ich bin so ein Profi. Hä? Leute, 2 Runden hintereinander. Was geht ab? Hey, Mann, wie traurig sieht das denn aus? Lamis Döner, ey, was soll das? Aber ich muss ehrlich zugeben, ey, diese Hose, ne, die passt voll zu diesem T-Shirt von Lami, ey. Okay, Leute, nächste Runde. Riesengroße Map hier mit einer riesengroßen Halle. Aber trotzdem sehe ich nur 2 andere Leute. Ah, da kommt die dritte Person. Was hast du für eine G-Animation? Ey, wie lustig sieht die aus? Hä? Ohne Witz, warte mal. Warte mal, bleib doch mal stehen, hä? Oh, du bist Sheriff. Oh, ich will nicht, dass ihr denkt, dass ich den schnitzeln will. Aber guckt euch den mal an, wie das so rumläuft. Und unten wurde schon irgendwer geschnitzelt. Okay, ich hoffe, der Sheriff weiß jetzt, dass ich safe bin. Warte mal, hier sind alle. Alle verstecken sich, oder? Warte, lass mal alle nach unten gehen, Leute. Lass alle mal eine Versammlung machen. Oh, oh. Ah ja, Leute, das war's mit der Versammlung. Leute, lass alle abhauen, weil irgendwie verfolgt mich gerade... warte, warte, warte. Einfach hier ein Aufzug. Checkt er das? Nö, er checkt das nicht. Das war der absolute Profi-Move, Leute. Habt ihr das gesehen? Ey, wie gut bin ich geworden? Ich bin ein Profi jetzt geworden, oder? Hä, Leute, warte. Das ist das Geheimnis. Wenn man irgendwie den Lami-Skin hat, dann ist man einfach ein Profi in Roblox, oder? Und das war's mit dem Mörder. Hey, ihr seid viel zu krass. Das Problem ist, ich glaube, dadurch, dass wir alle halt diesen Skin haben, ist es halt so, dass jeder irgendwie der Profi ist oder so. Kann das sein? Ich weiß es nicht, Leute. Was denkt ihr? Bitte Mörder, bitte Mörder. Oh, Mann, ich bin unschuldig. Schon wieder, ey, das kann nicht sein. Aber wieder auf dieser ultra coolen Map, diese Sommermap, die neu dazugekommen ist oder sowas in der Art. Also für mich ist die auf jeden Fall neu, weil so oft habe ich die noch nicht gespielt. Aber ich finde die ultra, ultra cool. Auch hier mit diesen Reifen, man kann einfach drauf springen. Ey, Leute, ich will auch gerade im Pool. Es ist so warm, ey, bitte. Okay, Leute, ich gehe jetzt einfach mal zu irgendeinem Lami und ich fange eine Unterhaltung an. Okay, warte, 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 warte. Ey, bleib doch stehen. Warum läuft jeder von mir weg? Also eine Sache, die auf jeden Fall gut daran ist, dass jeder hier den gleichen Skin hat, mehr oder weniger, ist einfach, dass niemand weiß, wer wer ist. Und jeder sieht einfach gleich aus. Man sieht auch keine Namen über den Köpfen, wie ihr seht. Also niemand wird wissen, dass ich genau der hier bin, der hier steht. Was auch ein bisschen doof ist, wenn man... nein, nein, ey, warum kommst du direkt auf mich? Ey, bitte geh weg. Bitte geh weg, ey, das kann nicht sein. Oh mein Gott, ich hatte so Glück. Ey, das kann nicht sein. Warte mal, wo ist der Sheriff? Ey, hilf mir mal, ja? Warte mal, ey, das kann doch nicht sein, oder? Warte, er steht da einfach rum. Da steht er einfach rum. Ey, das kann nicht sein. Warte mal, irgendwo ist der Sheriff. Der hat gerade geschossen, oder? Kann das sein? Warte mal, wo ist der Sheriff? Ich beobachte das Ganze einfach von hier oben. Ey, das kann nicht sein. Der, irgendwie der Mörder da hinten, der schnitzelt alle weg. Aber irgendwo muss doch die Waffe sein. Ey, Leute, was macht ihr hier? Die sitzen hier einfach auf dem Boden und unterhalten sich. Hä? Was machen die? Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott. Ey, ich weiß, ich will auch gerade schwimmen und so, aber hey Leute, bitte nicht schwimmen, ja. Oh mein Gott. Also der Mörder hat echt einen guten Job gemacht, sag ich euch ehrlich, weil der hat jeden geschnitzelt außer mich und den anderen Lami.
Ey Leute, aber ohne Witz, wie lustig wäre es, wenn jeder irgendwie ein anderer YouTuber wäre? Das wäre irgendwie voll lustig oder so. Also wenn ich einfach, ich glaube, ich wäre dann Mario und du wärst dann Lami, du wärst dann, was weiß ich, Emily. Hä, warte mal, woher hast du diesen Ball? Kann man mit dem Ball spielen? Wie bekommt man diesen Ball? Ist das hier? Nee, das ist nicht der Ball. Hä, wie habt ihr den Ball bekommen? Ich will auch so einen coolen Ball haben. Hey, die passen mir den Ball, ey, ich will den haben. Hey, wie macht ihr das? Voll cool. Hä, warte, der hat einen Eimer? Was geht ab? Der hat hier ein bisschen Sand draufgeschüttet. Hä, wie cool ist das? Ich will auch sowas haben. Eine Pflanze? Warte mal, du bist keine Pflanze, ist Lami eine Pflanze? Warte. Wollt ihr mir erzählen, dass Lami in echt vielleicht eine Pflanze ist? Stell dich mal vor, Lami wäre einfach so ein Kaktus. Aber mein Ziel wird es auf jeden Fall sein, einmal Mörder zu sein. Ich bin jetzt schon wieder nicht Mörder geworden. Ey, das kann nicht sein. Und ich habe immer noch dieses komische Schwert, was so ein bisschen wie ein Minecraft-Schwert aussieht oder sowas. Okay. Hä, die machen hier wieder, die bauen wieder eine Sandburg oder so. Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich ist das eine Sandburg, oder? Diesen Sandhaufen. Mein Gott, der Dönermann Lami ist gerade dabei, zwei weitere normale Lamis zu schnitzeln. Warte, einmal hier den Lami mit dem blauen Gelb muss der jetzt schnitzeln. Hallo? Hä? Ey, Leute, was macht ihr? Die spielen hier einfach Fangen oder so. Die spielen einfach Fangen in Mörder bis die zwei. Oha, die ist so die erste Person. Let's go. Jetzt fehlt nur noch die letzte Person. Hey, let's go! Oh mein Gott, das hat so Ewigkeiten gedauert, Leute. Die haben echt wirklich Fangen gespielt. Ihr habt es ja gesehen. Hey, Leute, wie kann das eigentlich sein? Könnt ihr mir das erklären, hä? Okay, Leute, let's go. Wir haben die erste Runde, die ich spielen muss als Lami, aber als Mörder. Passt auf, Leute, jetzt kommt das absolute Profi-Gameplay, ja? Ich werde jeden einzigen schnitzeln. Oh nein, das fängt gar nicht gut an. Oh mein Gott, Leute, habt ihr das gesehen? Ey, das war ganz schlimm. Aber was gut an dieser ganzen Sache ist, niemand weiß, dass ich der Mörder bin, weil jeder gleich aussieht. Warte mal, warum läuft jeder von mir weg? Weiß jeder vielleicht scheinbar doch, dass ich Mörder bin oder so? Ich dachte, Profi-Gameplay. Ey, was soll das? Ey, ich wollte einfach eben an. Ey, Leute, ich wollte euch einmal im Leben Profi-Gameplay zeigen, ja. Aber Leute, da ist der Beweis. Wenn man Lami ist, ist man doch wohl ein Noob. Und ich glaube, ich muss wieder den Mayo-Skin nehmen. Weil mit Mayo-Skin ist man einfach ein Profi. Ja, Noob-Mayo, ne? Hä, was für Noob-Mayo? Nein, Noob-Lami. Es wäre ja zu schön gewesen, um wahr zu sein, wenn ich jetzt nochmal Mörder geworden wäre. Aber ja, ich will eine Runde auf jeden Fall als Mörder gewinnen zu 100%, Leute. Und ihr werdet sehen, ich werde alle einfach mal wegschnitzeln. Stellt euch jetzt vor, hier ist so ein Grill und da wird ein saftiges Steak gebraten. Und dieser Steak, ja, dieses Steak, das seid ihr. Das, nein, ey, das kann nicht sein. Warte, Sheriff, wo ist der Sheriff? Wo ist Sheriff Lami, Leute? Wo ist Sheriff Lami? Leute, warum ist es hier so still? Ich sehe ja gar nichts. Warte mal, was geht hier ab? Hallo? Was macht ihr hier? Warte mal, was machen die hier? Innocent. Okay, soll ich auch mal da reingehen? Warte mal, das zeigt an, was du für eine Rolle hast, oder was? Innocent? Hä, lol, wie cool. Oh, oh. Da wurde wer wieder geschnitzelt. Ey, aber warte mal, wer ist Sheriff? Ey, Leute. Warte, ist hier... Warte, hä? Hä, hier ist einfach so eine Pistole. Oh mein Gott, das ist der Mörderlauf. Ey, bitte. Ey, wir müssen zusammenhalten, okay? Warte mal. Nein, ey. Oh mein Gott, Leute, er ist so hops genommen. Was soll das? Er geht einfach den anderen Weg. Ich hab's nicht mal gecheckt, Leute. Ey, was soll das? Okay, Leute, jetzt heißt es Mörder-Lami gegen Sheriff-Lami. Oh mein Gott. Ich bin gespannt, wer gewinnen wird. Okay, Leute, es ist soweit. Die Begegnung findet jetzt statt. Also hier ist irgendwie der Mörder und hier ist irgendwie der Sheriff. Warte. Oh mein Gott. Und ich habe gesehen, irgendwie der Mörder hat sogar das falsche Cape an. Du hast das Candy Cape. Und der Mörder-Lami hat gewonnen. Okay, Leute, herzlichen Glückwunsch, ja. Oh mein Gott, Leute, ich bin Sheriff. Let's go. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall noch eine Sheriff-Runde mit drin. Und die nächste Runde, sag ich euch mit Ansage, wird eine Runde, wo ich als Mörder jeden einzelnen schnitzeln werde. Oder was denkt ihr, Leute? Schreibt es in die Kommentare. Ich weiß, irgendwer wurde da schon... Warte mal. Hä, warte, ist das so eine schnelle Runde? Bitte sag mir... Hey, ich kann nicht schießen, was ist das? Ey. Hey, oh nein. Oh, oh, ich bin so ein Noob, aber egal. Nein! Ey, komm schon, das ist nicht so schwer, oder? Ja, ich bin ein Profi, Junge! Ey, was geht ab, Mann? Ja, das tut mir leid an dieser Stelle, ja, aber ich habe halt gewonnen, weil ich einfach ein Profi bin. Und jetzt, Leute, kommt die ultimative Runde, wo ich als Mörder jeden einzelnen... Oh mein Gott, sieht das gruselig aus. Jeden einzelnen Lami wegschnetzeln möchte. Oder werde, nicht möchte. Ich werde es natürlich schaffen, oder? Immer positiv denken. Warte mal, der Mörder läuft hinter mir her. Hier hinten ist die Waffe. Warte mal, vielleicht schaffe ich das. Ja, das ist jetzt keine Mörderrunde, aber... Bitte Mörder. Oh mein Gott, Leute, es ist soweit. Ich bin endlich Mörder geworden. Ey, Leute, es wurde Zeit. Hey, okay, jetzt ist es soweit. Ich werde jetzt jeden einzelnen schnitzeln. Warte mal, wo sind alle? Ist hier überhaupt jemand noch da? Hä? Und das war sogar der Mörder. Perfekt. Den habe ich sofort geschnitzelt. Was geht ab bei euch? Hey!
Ey, was? Du betrügst dich mit Mario? Was redet ihr da? Ey, oh mein Gott, weiß überhaupt jemand, wo... So, perfekt. Warte, wo ist die andere Person? Warte, hier war auch gerade noch jemand, oder? Warte, ich bin mir ganz sicher, dass hier gerade noch jemand war. Ich bin doch nicht blind. Bin ich ein Noob? Also, ja, bitte nicht antworten, okay? Let's go! Okay, hä? Ist noch jemand da? Ey, da oben ist noch jemand einfach. Hier, blub, okay, das war's mit dem. Es gibt noch jemand, der lebt. Ey, warte, wie viele Leute habe ich jetzt schon geschnitzelt in dieser kurzen Zeit? Ey, was geht ab bei dir? Was geht ab bei dir? Ey, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Ey, das ist... du hast... Die hat die Waffe, die hat die Waffe, die hat die Waffe. Komm her! Ey, oh mein Gott, let's go! Ich hab's geschafft, ich hab als Mörder gewonnen. Ey, Leute, was habe ich euch gesagt? Ich werde in der letzten Runde als Mörder alles auseinandernehmen und genau das habe ich jetzt auch getan. Oh mein Gott, aber Leute, wie krass war das? Seid einfach mal ehrlich. Und hier, Leute, einfach die ganzen Labis. Ey, Leute, das sieht so krass aus. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für dieses Video. Falls ihr noch eine Idee habt, mit wem ich als nächstes trollen soll, zum Beispiel, Mörder müsst ihr ja, aber jeder ist, ich weiß nicht, Emily oder sowas, das wäre auch voll lustig. Dann schreibt es mir in die Kommentare, wenn mich mega interessiert. Und ich würde sagen, das war's für dieses Video. Also, mit dem Daumen hoch, wenn ihr mich genau habt, wenn ihr zu verpassen, auf der rechten Seite könnt ihr die letzten Videos abchecken. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Vergesst dafür nicht, einen Kommentar zu schreiben und... Einen Kommentar zu schreiben? Vergesst dafür nicht, in der Beschreibung bei sich auf dem Discord-Server zu schreiben, falls ihr bei solchen Aufnahmen mit dabei sein wollt. Und in meiner Robux-Gruppe zu schreiben, um einen freshen Merch zu bekommen, den ich gerade nicht trage. Naja, aber egal, Leute. Das war's. Haut rein. Ciao.